Ja, willkommen zurück zum Let's Play Never Alone. Wir sollten uns schleunigst beeilen, dass wir wegkommen. Denn der Sturm ist quasi hinter uns her. Hoppala. Ja, in diesem großartigen Abenteuer sind wir unterwegs. Und ja, wir haben leider unseren Polarfuchs verloren. Er ist aber in einer weiteren Gestalt wieder aufgetaucht. Und jetzt wird er uns wahrscheinlich wieder weiterhelfen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Oder auch nicht. Oder doch, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie weiß. Ich habe die Steuerung nicht mehr drin. Das ist. Entschuldigung. Ich habe schon lange kein Never Alone mehr gespielt. Das ist das Problem. Ich weiß nicht mehr genau die Tastenbelegung. Ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt. Das wisst ihr wahrscheinlich, weil es seit längerem keine Folge gab, deswegen. So. Jetzt muss ich mal eben auf die Schnelle mal eben schauen. Wo. Puh, das war knapp. Puh. Denn es ist immer noch ein sehr, sehr geiles Abenteuer, finde ich. Es macht eine Menge Spaß. Yeah. Und ich glaube, wir gehen ganz stark auf Finale zu. Mein Gott, die haben schon so viel erlebt, die beiden. Ist ja unglaublich. So. Sie bahnen sich den Weg zurück. Ich denke mir mal, zurück zur Heimat. Vermute ich mal. So. Immer noch helfen sie sich miteinander. Hui! Ich bin ein fliegender Wurm! Hui! Entschuldigung. Wow, Wahnsinn! Weiter geht die wilde Reise. Und erstmal vielen, vielen Dank für die Leute, die auch fleißig meine Videos wieder schauen. Also hier so Let's Play Never Alone oder Let's Play Minecraft in der letzten Zeit. Vielen, vielen Dank. Und ja, im Übrigen, ich weiß gar nicht, wann dieses Video ausgestrahlt wird. Auf jeden Fall ist die Silvestergala wird, oder beziehungsweise ist ja schon momentan. Ist ja momentan schon so. Wie soll ich. Oh. Huch. Ist wahrscheinlich dann schon ausgestrahlt, oder zumindest die ersten paar Folgen. Aber wir hatten eine Menge Spaß auf jeden Fall Silvester gehabt. Das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem wird es, glaube ich, definitiv die einzigste Silvestergala, glaube ich, bleiben, die wir hatten. Ich muss mal mit dem Wind, glaube ich, springen. Yay! Juhu! So. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunuxayuka. Doch Kunuxayuka war zu schnell. Oh, jetzt kommen wieder die Geister. Das heißt, wir sind jetzt quasi. Hoppala. Wir sind quasi jetzt auf dem Rückweg. Uah. Jetzt müssen wir wieder auf den Wind warten einmal, weil sonst komme ich da nicht rüber. So, zack. So, way. Oh, nein. Die Geister haben mich. Nein. Spannung pur gerade hier. Wahnsinn, ist ja voll die Action. Hoppala. Das war knapp. Würde ich jetzt mal so behaupten. Da kommt schon wieder der Geist, der auf die Brille scheißt. Entschuldigung. Okay. Verstehe. Oh, jetzt sollten wir uns ein wenig. Hallo? Flieg wie der Wind.
fliegen wie der Wind. Mann, ist das ein heftiger Sturm. Wow. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Mit der Deichsel in den Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen. So, wieder über die Eisplatten. Und der verdammte Sturm, der hörte nicht auf. Hallo? Ah, okay. Verstehe. Huch, so. Okay, das war falsch. Ali hopp. Uah. Oh nein. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Das gibt's doch gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Das war nicht so geplant. Oder doch? Ich muss selber erstmal schauen. Jetzt hier ist es ja hier. Ah. Ah, jetzt. Ja, eine Insel. Uah, nicht zu viel. Das ist doch wahrscheinlich auch sowas, oder? Ja. Ich wusste es. So, hopp. Und hopp. Und da ist, glaube ich, nochmal sowas. Ich vermute es mal. Aber wie gut, dass der Polarfuchs als Geistergestalt aufgetaucht ist. Somit brauchen wir uns da keine Gedanken machen, dass er verletzt wird. So. Und alle... Mach's gut. Mach's gut. Ja, da haben wir den Polarbär quasi die Arbeit weggenommen. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe mal. Hui. So, weiter geht's. Und es sieht förmlich danach aus, als wären wir fast zu Hause. Der große Mann sah, wie seine Deichsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde, und weil ihn das so glücklich machte, brachte in Gelächter aus. Kunyusayuka Aria Aha Ha Yoi Hi. Der Regenerm Nukat Bern, Okan Lautiga Neverg, Serralol. Ilanin Inunera Lorovit, Aulanga Lorovit.
Ja, und das, meine lieben Zuschauer, war Never Alone, das Let's Play. Hey, wir haben es geschafft. Wow, toll. Ein richtig tolles Spiel. Wahnsinn. Also, mein großes Lob. Also, es hat mir echt super gefallen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Es war ein bisschen kurz, würde ich sagen, aber es reicht. Also, es war echt toll. Also, man hatte eine Menge Spaß mit den beiden, mit dem Polarfuchs und dem kleinen Mädchen. Es hat toll... eine tolle Geschichte, eine tolle Story. Es ist sehr emotional. Es macht eine Menge Spaß, die beiden zu begleiten in diesem Abenteuer. Und ja, Leute, kauft dieses Spiel und schaut es euch selber an. Es macht eine Menge Spaß, sage ich nur. Also erstmal vielen Dank, dass ihr auch alle, dass ich euch alle mitnehmen durfte bei dieser Reise in diesem Let's Play. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin hin und weg gerissen von der Story, muss ich ehrlich sagen. Also vor allem, wie wir den Polarfuchs verloren haben. Mein Gott, ging mir das nahe. Das ist unglaublich. Und ja, aber auch so mit dieser Zusammenarbeit mit diesen Einwohnern, da das ist doch ein tolles Spiel entstanden. Und man muss überlegen, ich glaube, das Ganze läuft auf der Unity Engine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ja. Und Das ist echt ein sehr, sehr geiles Indie-Game. Also wie gesagt, es gibt es im Store, ich glaube für, ich glaube Plus, PlayStation Plus Mitglieder, glaube ich, kostet es 13, wenn es noch ist, weiß ich nicht jetzt genau aus dem Kopf, keine Ahnung. Und so für Otto Normalus, glaube ich, so um die 14, 15 Euro, also ich glaube 2, 3 Euro teurer ist es, glaube ich, aber es lohnt definitiv. Also kauft es euch. Seht zu, dass ihr dieses Abenteuer bestreitet. Und ja, Wahnsinn, ist schon letzte Folge gewesen, unglaublich. Ich hätte mir gedacht, dass wir noch ein bisschen länger noch da durch das Abenteuer gleiten. Nun gut, jetzt haben wir es hinter uns gebracht. Ich weiß gar nicht, was als nächstes. Also ich weiß ja noch, Minecraft läuft ja noch, das wisst ihr. Minecraft ist ja so das, was momentan läuft. Ich weiß gar nicht, wenn ihr Vorschläge, ihr könnt auch gerne mal Vorschläge machen, was ich Let's Playen soll. Was kommen wird, ist auf jeden Fall GTA, das wird kommen. Ja, GTA 5 wird kommen. Das als Let's Play Together wird es wahrscheinlich sein. Ich weiß noch nicht, wie wir es hinbekommen, aber es wird auf jeden Fall ein Let's Play Together geben von GTA 5. Ob es dann ein komplettes Let's Play dann wird oder so ein Zusammenschnitt immer aus den Funny Moments, das weiß ich noch nicht. Das muss... Upala, jetzt habe ich heimlich aufgestoßen. Das muss ich mir da... muss ich mir noch einen Kopf drum machen. Wie geht's weiter? Ich weiß, wie gesagt, momentan noch nicht, was ich als nächstes Let's Playen soll. Mach mal Tetris! Natürlich, ich mache ein Tetris-Let's Play, klar. Im Let's Play Together, das ist bestimmt lustig. Nee, ich weiß nicht, also keine Ahnung, mir fehlen da echt so ein bisschen gerade... Ihr könnt mich gerne... Ich hab ein paar Spiele auf dem Schirm, aber ich bin da noch nicht so schlüssig, ob ich sie mir holen für ein Let's Play, ob das reicht. Und deswegen, ich habe so viele Spiele noch in... im Augenscheinlicht geworfen, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht, die ich eventuell noch Let's Playen möchte, aber falls ihr Ideen habt, dann schmeißt das doch mal bitte rein, schmeißt das einfach unter diesem Video in die Kommentare und schreibt mal, was ich Let's Playen soll. Also falls ihr da Ideen habt, bitte nur PlayStation-Sachen momentan. Ich habe leider noch kein PC, das wird bald kommen, ja, jetzt im neuen Jahr. Sehe ich zu, dass ich demnächst mal ein PC mal wieder bekomme, dass ich da ein paar Let's Plays mal darüber mache, weil da gibt es ja so viele auch Indie-Games, die auch kostenlos sind.
Da freue ich mich sehr drauf. Also so Indie-Games. Und bin da so ein großer Indie-Game-Fan, muss man ja sagen. Ich mag natürlich auch AAA-Titel, das ist klar, sicher. Bitte aber kein Surgeon Simulator. Das habe ich jetzt schon sehr häufig gesagt. Surgeon Simulator ist immer dasselbe, nur halt die Umgebung ist anders. Und deswegen wird da auch kein weiteres Let's Play von kommen. Aber so andere, wie gesagt, falls ihr Ideen habt, schreibt einfach mal unter diesem Video und ich würde mich freuen, wenn ihr dann, ja, wenn wir da gemeinsam Spaß haben, was so euer Community-Vorschlag wäre. Und ja, damit wäre es eigentlich gesagt. Wir sind durch mit Never Alone und würde sagen, wir sehen uns wieder. Ja, in einem weiteren Let's Play. Schaut mal vorbei. Wie gesagt, Silvestergala läuft momentan. Die Wiederholung von Silvester. Minecraft läuft. Schaut auch meine anderen Videos mal. Vielleicht, falls ihr Evil Within noch nicht gesehen habt. Oder Pixel Junk, einer meiner ersten Let's Plays. Daylight muss ich auch noch aufnehmen. Fällt mir gerade auf. Das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Also, sage ich jetzt erstmal Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut!